Hallo allerseits und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid so frisch, munter und erfrischt, wie ich glaube, dass ich aussehe. Ich möchte euch heute etwas vorstellen, von dem ich gedacht hätte, dass es in dieser ganzen beschäftigten Zeit namens mein Masterstudium nicht mehr auf diesem Kanal vorkommen würde, nämlich dass ich euch eine komplette Reihe auf einmal vorstelle. Ich möchte euch eigentlich keine Reihe vorstellen, sondern eine Trilogie. Das ist ja, wie wir wissen, ein kleiner, aber feiner Unterschied, der sich aus der Anzahl der Bücher ergibt, die dazugehören. Und es war heute, so viel habt ihr euch sicher schon gedacht, um die Magnus Chase Bücher gehen. Ja, diese Magnus Chase Bücher habe ich in einem Schuber bekommen. Ich werde euch alle drei vorstellen. Also das Schwert des Sommers, Band 1. Der Hammer des Tors, ja, 2. Und das Schiff der Toten, Band 3. Ich werde mein Allerbestes geben, dass ich in der Inhaltsangabe nicht spoiler und dass ich mich nur auf allgemeine Sachen, die ihr euch entweder aus dem Klappentext erschließen könnt oder die nicht wirklich handlungsrelevant sind, in der Bewertung eingehen werde. Falls ich doch spoilere, tut es mir tatsächlich sehr leid. Die Bücher sind aber auch nicht mehr ganz so neu, deswegen fühle ich mich da entsprechend ein bisschen weniger schuldig. Ja, also worum geht es in der Reihe überhaupt? Das Buch ist vom Autor von Percy Jackson. Wer Percy Jackson kennt, weiß, okay, die Reihe basiert darauf, dass Menschen Halbgötter und Halbgöttinnen sind, weil sie die Kinder von einem Menschen und einer Gottheit sind. Bei Percy Jackson sind es griechische Götter und Göttinnen. Bei Magnus Chase sind es die nordischen, also so Thor, Odin, Loki und so weiter. Ich glaube, das habt ihr euch aber inzwischen erschlossen. Und hier ist das nicht so wie in Percy Jackson, dass man irgendwie auf magische Weise erkennt, oh Mensch, ich bin eine Halbgottheit und dann in irgendein Camp geht, ausgebildet wird und sein Leben weiterlebt. Denn hier muss man erst sterben, um in dieses göttliche Reich zu kommen. Das heißt nicht, dass Leute erst erfahren können, dass sie Halbgottheiten sind, bevor sie sterben, aber bei Magnus ist das so. Der kommt dann in das Hotel Valhalla, was im Lebensbaum, diesem Yggdrasil würde ich mal annehmen, sich befindet und ja, er ist der Sohn des Frey. Frey und Freya hat man vielleicht irgendwie schon mal gehört und Frey ist der Gott des Sommers, des Überflusses und so weiter. Genau. Ja, und Magnus Chase wird dann umgebracht im Kampf gegen einen Riesen, während sein Onkel das eigentlich verschuldet hat und anscheinend ist dieser Onkel mit Loki im Bunde. Das ist jetzt irgendwie erstmal alles nicht so erfreulich. Naja, und im Laufe der Trilogie muss Magnus zusammen mit ein paar anderen Menschen, Alben und Zwergen, immer mal wieder verschiedene Aufgaben erfüllen. Dabei hat er verschiedene GefährtInnen, nämlich die Walküre Samira, die lebt noch, die führt ein relativ normales Leben, aber sie steht halt im Dienste der ganzen Gottheiten und ihr Job ist es, würdige Menschen zu finden, also nicht alle, die sterben und Halbgottheiten sind oder auch keine Gottheiten sind, landen automatisch in Valhalla. Das kann auch sein, dass die in einer der anderen Welten landen. Und ja, dann gibt es noch Blitzen und Hearthstone. Hearthstone, der kurz Hearth genannt wird, ist ein gehörloser Alb. Und dann gibt es noch Blitzen, einen Zwerg, der ein sehr ausgeprägtes Modebewusstsein hat, um es mal so zu sagen. Später in den Büchern, ich glaube in Band 2, kommt noch Alex Fero dazu. Diese Person ist genderfluid, das heißt, dass mal Alex Sie-Pronomen verwendet, weil sich Alex dann weiblich fühlt und mal Er-Pronomen, also männliche Pronomen verwendet, weil sich Alex dann männlich fühlt. Dann gibt es noch so ein paar andere Leute, zum Beispiel jemanden, der im Bürgerkrieg gefallen ist und ja, diverse andere Figuren, die mal mehr, mal weniger auftauchen, aber damit habe ich euch im Prinzip so den Kern des Trupps beschrieben. Und die müssen halt immer wieder die Götterdämmerung verhindern, indem sie zum Beispiel Thors Hammer wiederfinden, der verloren geht, oder indem sie verhindern, dass der Fenriswolf losgelassen wird, oder viele andere lustige und sehr potenziell tödliche Dinge. Genau, das ist so im Prinzip die Handlung von Magnus Chase. Lustigerweise kommt in Band 3 auch mal Percy Jackson vor. Das erwähne ich nur deswegen, weil es im Klappentext, also auf dem Klappentext von Band 3 steht und ihr euch das, wenn ihr euch die ganze Trilogie durchliest, selber erschließen könnt. Denn, und das wird relativ schnell klar im ersten Band, Magnus ist die Cousine von Annabeth Chase. Das ist ja die Freundin von Percy Jackson. Genau.
Ja, und die beiden sind halt miteinander verwandt, also Annabeth und Magnus. So viel zum Inhalt des Buches. Wie fand ich die Reihe? Also ganz klar, das Buch ist jetzt nicht unbedingt für 22-jährige Menschen gedacht, sondern eher für eine etwas jüngere Altersgruppe. Trotzdem fand ich es unheimlich unterhaltsam. Also ich habe die Bücher im Prinzip weginhaliert, soweit das in meinem stressigen Alltag geht. Und ich konnte sie kaum aus der Hand legen, muss ich ehrlich zugeben. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie das revolutionärste Konzept wäre, was ich je gelesen habe. Dadurch, dass ich zum Beispiel Göttlich Verdammt kenne, so, da habe ich die Bücher auch gelesen, die Percy Jackson Filme zumindest gesehen habe, aber das Konzept ja kenne und auch so, das ja was ist, was immer mal wieder so als Idee in der Literatur und in Filmen rumgeistert. Ja, war das jetzt nicht so schrecklich innovativ, aber ich fand es ziemlich cool gemacht. Die Welt, wie oder die neuen Welten besser gesagt, wie sie dann ausgestaltet wurden, fand ich sehr lebhaft, sehr froh oder auch nicht ganz so froh. Die waren auf jeden Fall immer sehr eindrücklich beschrieben, sodass man sich gut vorstellen konnte, wie sehen die aus, wie fühlen die sich an. Das fand ich super cool. Jede der Figuren, die vorkam, hatte eine eigene Geschichte, war ein Charakter mit einer Entwicklung. So, das heißt, dass die auch nicht nur alle hübsches Beiwerk waren. Man konnte diverse Dinge lernen. Und das muss ja mal wirklich gesagt werden, das ist dann ja doch ein etwas diverseres Trüppchen gewesen. So, also Magnus ist halt so der weiße Cis-Dude, so, aber Magnus ist zum Beispiel eigentlich obdachlos gewesen die letzten 2 Jahre. Das heißt, dass da nochmal so ein bisschen sozialkritische Aspekte zum Tragen gekommen sind. Samira ist eine praktizierende Muslima und das wird in dem Buch und was ihr Glauben dann auch für sie bedeutet, wie sie den auslebt und so weiter, das wird in dem Buch auch ganz klar formuliert. Mit Halfdan, der ja gehörlos ist, ist auch ein bisschen was für die Inklusion in dieser Truppe getan. Alex ist für die queere Community mit am Start. Ja, und das fand ich einfach eine ziemlich gute Mischung. Man muss sagen, bei aller Diversität, die dieses Trüppchen hat, wobei man heutzutage eigentlich sagen könnte, okay, so ein bisschen Diversität ist irgendwie das Minimum, um das sich ein schreibender Mensch bemühen könnte, gab es auch ein paar Kritikpunkte. Ich guck mal kurz, von wann das Buch ist. Das ist, also der erste Band ist ursprünglich 2015 erschienen. Für 2015 war das im deutschsprachigen Raum sicher noch relativ progressiv. Und ja, progressiv. Aber ein paar Sachen fand ich nicht gut. Also abgesehen davon, dass man sich natürlich an manchen Stellen ein bisschen fragen kann, ob das nicht vielleicht ein bisschen ins Klischee abdriftet, wie das so dargestellt wird, gab es, das ist mir bei Hearthstone zum Beispiel aufgefallen, der ist immer wieder als taub bezeichnet worden. Oder als stumm, was, also taub wird von der gehörlosen Community, soweit ich das richtig mitkriege, nicht mehr so gerne verwendet, beziehungsweise wird das halt auch oft als diskriminierend empfunden, deswegen halt oft eher gehörlos oder schwerhörig, je nachdem, was man halt ist, gesagt wird. Und dass Hearth stumm wäre, ist halt völlig falsch, weil wenn Hearth stumm wäre, dann hätte er keine Sprache, aber er kann Gebärdensprache sprechen, die er übrigens auch allen anderen Charakteren beibringt, was ich mega cool finde, weil Gebärdensprache dann so in diesem Buch einfach die ganze Zeit integriert ist, wobei es dann Alben-Gebärdensprache ist, so dass ich mir nicht sicher bin, ob das immer ASL ist, also die amerikanische Gebärdensprache, und alle Gebärden korrekt recherchiert sind. Die Beschreibung fand ich manchmal auch ein bisschen sehr interessant, aber okay. Aber ja, also es gab so ein paar Ungenauigkeiten, wie das zum Beispiel gesagt wurde, es könnte, das war halt im ersten Band, es könnte nicht ein Mensch gleichzeitig gehen und gebärden, was nicht korrekt ist. Man kann gleichzeitig gehen und gebärden. So, und manchmal wirkte das halt so, als ob der Autor das Gefühl hatte, okay, das und das kann man in der Gebärdensprache nicht ausdrücken. Wo ich aber von dem bisschen, was ich an Literatur und Filmen weiß und auch an Dokus, beobachten konnte, doch, das geht schon. So, ja, das fand ich ein bisschen blöd. Was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, als Alex erklärt hat, dass er sie genderfluid ist, hat Magnus direkt an Heteronormativität gedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ganz richtig ist oder ob dann nicht an Cis-Normativität hätte gedacht werden müssen. Ich weiß, ich meckere hier jetzt an dieser Stelle auf sehr hohem Niveau, aber ich finde es wichtig, dass wenn sich schon die Mühe gemacht wird, ein relativ divers besetztes Buch zu schreiben, dass man das mathematisieren könnte. So. Ja, also ich fand es insgesamt eine ziemlich coole Mischung. Ich fand es super, dass Gebärdensprache vorkam. Ich fand es super, dass das sehr unterschiedliche Charaktere waren, dass die alle eine Entwicklung gemacht haben.
durchgemacht haben, dass es einfach nicht langweilig geworden ist. Der Stil hat mich offensichtlich begeistert, sonst hätte ich die nicht so schnell durchgelesen. Ich habe die jetzt irgendwie alle innerhalb von einer Woche oder anderthalb durchgelesen. Ja, die Kritikpunkte, die ich so habe, habe ich euch vorgebracht. Insgesamt würde ich sagen, ist das als Jugendbuch eigentlich ziemlich, ziemlich cool geworden. Es lässt sich natürlich noch argumentieren, okay, da und da hätte man irgendwie noch mehr Diversität reinbringen können. Aber ich glaube, mit Religion, geschlechtlicher Identität, einer Behinderung, Sozialkritik wegen Obdachlosigkeit, die eine Figur ist schwarz, etc. so, und dann noch die ganzen familiären Sachen, die da teilweise mit reinkommen, hat man schon eine ganze Menge untergebracht. Das ist zumindest mehr, als ich aus den meisten durchschnittlichen Unterhaltungs-Fantasy-Büchern, die das jetzt nicht mega drauf anlegen, kenne. Und ja, deswegen gibt es von mir auch ganz klar einen silbergoldenen Bücherengel für die Magnus Chase Trilogie, die ich auch so insgesamt bewerte. Ich würde zwar auch jedem einzelnen Buch den silbergoldenen Bücherengel geben, aber ich würde auch sagen, die ganze Reihe verdient den silbergoldenen Bücherengel. Hat mir also sehr gut gefallen, kann ich euch definitiv empfehlen zu lesen. Ja, das soll es ja auch soweit erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dann!